Die Freiwillige Feuerwehr Sinsheim wurde hier heute Morgen zu einem PKW-Vollbrand auf die BAB 6 in Fahrtrichtung Heilbronn alarmiert. Nach Eintreffen der ersten Kräfte hat sie folgende Situation dargestellt. Auf dem Standstreifen auf der dreispurigen Fahrtrichtung Heilbronn stand ein Kleintransporter, der im Motorraum, Führerhausbereich im Vollbrand stand. Der Fahrer konnte sich rechtzeitig aus dem Auto befreien. Die Brandursache ist vermutlich ein Motorschaden. Die Feuerwehr Sinsheim hat dann die Einsatzstelle gemeinsam mit der Polizei hier abgesichert und abgesperrt und hat die Löschmaßnahmen durchgeführt. Verletzt wurde hier niemand. An dem Fahrzeug entstand vermutlich Totalschaden. Ladung war jetzt so, dass es hier sich um einen Weintransport gehandelt hatte. Die Ladung wurde durch den Brand beschädigt. Wie gesagt, der Fahrer wurde nicht verletzt. Er konnte noch rechtzeitig das Fahrzeug auf den Standstreifen fahren und konnte dann unverletzt auch das Fahrzeug verlassen. Die Feuerwehr Sinsheim war mit dem kompletten Löschzug hier im Einsatz mit fünf Fahrzeugen und 20 Einsatzkräften. Also wir gehen jetzt mal davon aus, dass teilweise sind ja die Beladungsgegenstände durch den Kunststoffbrandrauch kontaminiert. Also wird so sein, dass diese Ladung im Prinzip der Vernichtung zugeführt werden kann. Es kann auf jeden Fall nicht mehr in den Verkauf gebracht werden, beziehungsweise ist ungenießbar. Ja, der Straßenbaulastträger, die BA 6, ist hier an der Einsatzstelle mittlerweile auch eingetroffen. Der Abschleppdienst ist auch eingetroffen. Das Fahrzeug wird hier dann abtransportiert und danach muss die BA 6 kontrollieren, inwieweit es eventuell irgendwelche Schäden an der Fahrbahndecke hier auf dem Standstreifen entstanden sind, die dann dementsprechend auch beseitigt werden müssten.